Also die spannende Frage gerade ganz am Anfang ist natürlich, wo kriege ich jetzt so einen Proberaum überhaupt her? Na, also wenn ich jetzt natürlich in der glücklichen Situation oder in der glücklichen Wohnsituation bin, dass bei mir im Haus, sage ich jetzt mal, irgendwo ein Raum, meistens ist es ja dann ein Kellerraum, irgendwie frei ist, dann ist das natürlich schon eine glückliche Fügung, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also da kann man sich ja dann wirklich, wirklich drüber freuen. Ne? Muss man natürlich ganz einfach gucken, passt das jetzt von der Wohnsituation alles so zusammen? Also wohne ich jetzt in einem freistehenden Einfamilienhaus und habe dann da einen Kellerraum, dann ist das mit Sicherheit noch so die entspannteste Lösung. Mehrfamilienhaus, Keller, ja, aber nicht entspannt, ist dann also mit Renovierungsaufwand verbunden. Ne, genauso wie alles, was in engerer Wohngegend oder alles, was oberirdisch ist, ne, so Garage, Schuppen oder was es da sonst noch gibt, ne, ist dann natürlich immer mit Aufwand verbunden, kommen wir aber noch zu. Und man muss das natürlich abchecken. Ne? So natürlich zum einen, wenn es jetzt im eigenen Bereich ist, sollte man die Mitbewohner, sage ich jetzt mal ganz allgemein, mal fragen, also Familie oder Nachbarn, ob das ein Problem wäre, ganz wichtig, um jetzt nicht nachher direkt irgendwelchen Stress an der Backe zu haben, ne, was logischerweise ja auch keiner will. Und natürlich muss man natürlich auch schauen, ob der Raum geeignet ist. Ne? Also habe ich Stromanschlüsse, keine Ahnung, kann ich lüften? Irgendwie auf eine Art und Weise, was jetzt auch nicht so ganz schlecht ist. Und vor allen Dingen, wie hoch ist der Renovierungsaufwand? Was muss ich noch reinpacken, ne, um das ganze Ding dann dementsprechend nutzbar zu machen? Da kommen wir aber dann halt auch noch zu. Was natürlich für den eigenen Keller, sage ich jetzt mal, spricht, das ist einfach nur praktisch. Ne? Ich wohne mit meinem Proberaum direkt in einem Haus so ungefähr, habe kurze Wege, kann gerade eben mal runtergehen, habe dann halt dementsprechend die Möglichkeit, auch mal kurzfristig ohne große Probleme zu proben oder zu üben. Das ist natürlich alles super. Hab auch keine zusätzlichen Kosten durch jetzt eine zusätzliche Miete beispielsweise, was auch sehr, sehr praktisch ist. Natürlich habe ich erhöhte Kosten durch Strom und so weiter und so fort, wobei sich das meistens im Rahmen hält, sage ich jetzt mal. Die Gefahr ist natürlich beim Raum in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus, dass man dann auch so ein bisschen die Effektivität mal gerne verliert und dann einfach nur so ein bisschen rumtrödelt. Sorry. Ne? Und das kann da halt schlicht und ergreifend passieren. Wenn ich jetzt einen angemieteten Raum habe, der halt auch weiter weg ist, habe ich natürlich auch allein dadurch eine gedankliche Trennung von zu Hause. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Fokus. Wenn ich dahin fahre oder dahin gehe, gehe ich dahin, um zu proben, um zu üben oder ähnliches. Und dementsprechend ist das dann halt wieder eine ganz andere Geschichte. Natürlich mache ich das nicht gerade eben mal so, sondern ich muss, keine Ahnung, mit dem Fahrrad, zu Fuß, Auto, Roller, öffentliche Verkehrsmittel und so weiter. Ich muss halt den Weg dahin irgendwie einplanen. Ich meine, im Idealfall ist dann der angemietete Proberaum nicht unbedingt gerade eine Stunde weg, wobei das aber gerade in größeren Städten durchaus passieren kann. Das muss man halt alles dementsprechend mit einplanen. Natürlich ist der Planungsaufwand höher, eben weil es dann halt quasi so eine Art zweite Wohnung ist, sage ich jetzt mal. Und ich habe natürlich durch Miete, Nebenkosten etc. pp. auch dementsprechend zusätzliche Kosten. Alles, was wir jetzt in den weiteren Folgen noch so besprechen, geht primär davon aus, dass es der alleinige Proberaum ist.
Wir kommen natürlich auch nochmal kurz auf das Thema Untermiete zu sprechen. Aber alles, was jetzt so als Thema da läuft, geht wirklich nur darum, mein Proberaum, meine Band und ich oder nur ich, je nachdem, keine Ahnung, nutzen das Ding alleine. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ne? Also, das ist so der Hintergrund des Ganzen. Und egal wie verzweifelt ihr seid bei der Suche nach einem Proberaum, denkt dran, es gibt nichts, was man nicht mit einem schönen Groove und einer guten Tasse Kaffee aus der Welt schaffen könnte. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video nächste Woche. Macht's gut. Bleibt im Groove.